Hallo liebe Freunde von Arte Lounge Web. Heute in der Rubrik Künstlerbesuche sind wir auf der Suche nach dem Pianisten Markus Groh. Und der wohnt im Süden Berlins. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Ich habe ihn gefunden. Der Pianist Markus Groh. Hallo Andreas, komm rein. Hallo. Hallo, schön dich zu sehen. Heiße Schokolade? Da habe ich, glaube ich, was Gutes. Pass mal auf, da gibt es hier nämlich, das mögen die Kinder auch sehr gerne. Ja, da sieht man ja schon Fotos, ne? Das ist der Aris, ja, das ist der Große. Da ist er ein bisschen kleiner zwar noch, mittlerweile ist er 8 Jahre. Die Kleine sieht man dann hier, teilweise mit meiner Frau. Und das ist so ein neueres Bild, wo wir alle zusammen sind. Schön, das ist auch hier in dem Haus, ne? Das ist hier in dem Haus, ja, das ist hinten, dann im Erker. Können wir uns nachher gleich hinsetzen, müsst ihr sehen, das ist ganz gemütlich eigentlich dort. Ja, und das sind so die neuesten Gemälde hier. Iris hat zum Beispiel das Haus gemalt hier von außen. 21.11., ganz brandneu hier. Da ist ein paar Blumen und so, hier unten auch. Naja, das ist eben so mit Kindern. Aber du bekommst da nicht wirklich immer viel von mit, ne? Weil wenn ich mir so deine Homepage anschaue, bist du ja doch extrem viel. Ja, also jetzt gerade im letzten Monat, also jetzt Oktober zum Beispiel, das war richtig, richtig dicke. Da war ich so 2-3 Tage nur hier, ne? Da habe ich tatsächlich nicht viel mitgekriegt. Dann bin ich manchmal ein bisschen überrascht, wenn sie dann wieder so einen Wachstumsschub gemacht haben und so. Aber wenn ich dann hier bin, dann sind erstmal so, also wirklich auch 2-3 Tage ist dann nur für Kinder reserviert. Und was ist denn für dich dann der ausschlaggebende Punkt gewesen, hier rauszuziehen? Weil das ist ja wirklich draußen, ne? Der Ausschlag war eigentlich, dass ich damals, als ich einen Steinway D-Flügel gekauft hatte, wirklich was zum Üben gesucht hatte und immer Probleme mit Nachbarn hatte eigentlich. Und dass ich gesagt habe, also irgendwann muss einfach ein freistehendes Haus her, weil ich manchmal auch dann, wenn ich von den USA komme oder so, ein bisschen anderen Rhythmus drauf habe und ich mag eben gerne manchmal auch um Mitternacht üben, wenn das irgendwie geht. Also wäre ich nicht Pianist, würde ich wahrscheinlich nicht in so einem Haus wohnen. So, jetzt müsste es soweit sein, oder? Flup. Wir haben hier eine gemütliche Kuschelecke, ach, nämlich. Ja, okay. So mit Kissen, unsere Kissenschlachtecke sozusagen. Du hast ja bei Hans Leigraf Unterricht gehabt. Du unterrichtest ja auch in Hannover. Mhm. Ich habe gehört, dass auch Hans Leigraf da bestimmte Techniken gehabt hat, also wie er Leuten was beigebracht hat und über Chopin-Etüden und so weiter. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ja, jetzt mittlerweile, der Hans Leigraf ist jetzt dieses Jahr 90 geworden. Ich hatte aber noch, also bis vor einiger Zeit, ziemlich regelmäßigen Kontakt mit ihm. Aber es war schon so mein wichtigster Lehrer und ich glaube, ich habe schon so Grundlagen des Klavierspiels eigentlich bei ihm am Anfang meines Studiums noch mal so richtig von der Pike auf gelernt, würde ich sagen. Vielleicht könntest du mal gleich mir mal vormachen, was du meinst mit Grundlagen bei Leigraf. Also man sagt ja immer so, beim Klavier, das ist, die einen spielen das als Schlaginstrument und die anderen als Gesangsinstrument. Was bei Leigraf immer so war, dass die erste Stunde fing an, dass man den Deckel zugemacht hat. erstmal haben alle geguckt. Und dann hat er einen gefragt, so etwa, was denn besonders schwer wäre beim Klavierspielen, so vom physischen Aspekt. Ne? Schwer ist, möglichst lange, schnell und laut zu spielen. Ja? Und jetzt erstmal laut spielen. Wie kann man eigentlich laut spielen? Ne? Indem die Taste schnell nach unten geht. Aber das kann man machen, indem man entweder eine schnelle Attacke oder eben mit dem Armgewicht. Und mit dem einen Arm den anderen nimmt, entweder so oder so, und dann erstmal so drauf knallen lässt. Da hört man schon, wie wahnsinnig laut das ist. Das kann ich jetzt bei dem guten Stück hier, das ist ja quasi nur so das Übeinstrument, mal vormachen. Wenn man dann nur den Arm sozusagen mal ganz locker fallen lässt, du brauchst gar nicht von weit oben machen, sondern nur hier. Und da kommt schon ein unglaublich lauter Ton raus. Jetzt nicht besonders schön zwar, aber ohne, dass man irgendwas gemacht hat mit dem Arm. Ja, zum Beispiel, dass man einen Akkord spielt und nicht so, ja. Oder irgendwie, dass man versucht, mit dem ganzen Arm reinzugehen, dass die Tasten nicht alle zur gleichen Zeit und perkussiv angeschlagen werden, sondern eben mit dem Armgewicht. Und da hat er eben sehr darauf Wert gelegt, auch an eben in diesem vierten Chopin-Prelude, was dann alle spielen, dass man wirklich
Ja, dass man diese Legatissimo-Linie rechts und links eben dagegen so eine Art von Portato-Anschlag und dass ich das ganz unabhängig erstmal ohne Pedal versuche und trotzdem diese Stimme durchhöre und solche Sachen eben am Anfang ist, dass man eben sich ein Stück erstmal im Geiste vorstellt, dass man das analysiert und dann sich genau eine Vorstellung macht, dass man das von Anfang an irgendwie versucht, eine musikalische Idee zu haben und das innerlich hört, dann sich überlegt, mit welcher Bewegung kann ich diesen Klang am besten verwirklichen und ja, und dann übt man das ein sozusagen. Ja, wie man das Stück sonst so hört oder kennt, eine Träumerei irgendwie, dass man so fast einschläft dabei. So. Und klar, bei dem großen langen Flügel, der Ton klingt so lang. Man muss nicht unbedingt die Viertelhundert spielen, die, glaube ich, Clara oder Roman so vorschreibt. Aber vielleicht kann sich das ja auch ganz anders anhören. Mal frei macht von den ganzen Hörgewohnheiten, die man hat, dann finde ich das eigentlich irgendwie ganz schön so, oder? Ich weiß nicht. Doch, also ich finde es toll, aber ich höre eben, dass es auch nicht nur ein Tempounterschied ist, ne? Sondern, also weil du hast gesagt, so, dich hat das inspiriert mit dem Hammerklavier und also da sind ja noch andere Farben, die dann da sind. Ja, auf jeden Fall. Also man spielt das insgesamt wahrscheinlich etwas kammermusikalischer und macht vielleicht auch dann den Unterschied von Haupt- und Nebenstimme vielleicht dann eher in so einem Piano-Pianissimo-Bereich und überdreht das Ganze nicht so sehr oder benutzt öfter das linke Pedal und versucht eben so einen silbrigen Klang dadurch irgendwie hervorzubringen. Natürlich kann man nicht nur sagen, man spielt ein Stück jetzt viel schneller und viel langsamer. Da ändert sich natürlich dann auch oder man muss den Klang auch ändern, damit es irgendwie wieder einen Sinn macht, ne? Das ist schon klar. Und sehr viel, wie gesagt, davon spielt sich im Kopf ab. Wenn ich mir das jetzt nur so überlege, im Kopf, wie ich den Anfang spiele, zum Beispiel, dann brauche ich gar nicht spielen. Und allein schon diese Art von Bewegung, wenn ich mir das vorstelle, ändert dann unter Umständen den Klang schon. Du hast vorhin erzählt, es ist hier so eine schöne Gegend, in der du wohnst. Jetzt führe ich dich mal aufs Glatteis. Habt ihr denn ein Café in der Nähe? Da denken immer die meisten Leute so, man ist hier so, hat man nicht, haben wir aber tatsächlich. Das ist ein Haus, aber es ist eine richtige Bäckerei, so mit Kaffee und so weiter, dann können wir gerne mal hingehen. Also jetzt würde mich noch interessieren, ein Karrierestart war ja der Wettbewerbsgewinn in Brüssel. König, kann man sagen, ne? Königin Elisabeth, Wettbewerb. Da ging es dann los mit 1000 Konzerten und 3 Jahre durch. Nee, aber es war wahnsinnig was los. Ich habe vorher auch schon was gespielt. Also ich hatte vorher schon auch ein paar Wettbewerbspreise gewonnen. Also Deutscher Musikwettbewerb war zum Beispiel auch ganz wichtig. Habe ich viele Klavierarten in Deutschland gekriegt und das war so ein bisschen die Grundlage. Es gab dann relativ viele Einladungen für die nächsten 2 Jahre, kann man sagen. Aber dann kommt ganz drauf an, was man daraus macht. Also auch viele erste Preisträger, die findest du nach ein paar Jahren, die haben dann nicht mehr so gut zu tun eigentlich. Ne? Also es öffnen sich viele Türen, aber man muss dann schon auch selber durchgehen. Oder? Fühlst du dich da zu einer bestimmten Komponistenpersönlichkeit hingezogen über deinen Charakter? Ja, vielleicht, aber ich meine, ich spiele halt gerne, sag ich mal, die Zeit so aus der klassisch-romantischen Periode, die
typisch deutschen Komponisten, die auch gern von deutschen Pianisten im Ausland verlangt werden. Und da gehört eben Beethoven, Schubert, Schumann dazu. Aber ich spiele zum Beispiel auch gern Liszt und Chopin und auch ein paar ganz moderne Sachen. Ich bin da noch nicht so festgelegt, aber ich würde schon sagen, dass Schubert oder Brahms oder Schumann, dass ich da doch vielleicht eher was Persönlicheres oder was Besonderes zu bieten habe, als jetzt zum Beispiel mit Rachmaninoff oder so. Das heißt aber, du hast schon einen Hang, ich will nicht sagen zu einer Melancholie, aber so von der Künstlerpersönlichkeit ist es nicht der Sunny Boy sozusagen. Ja, kommt drauf an. Ich glaube, man kann nur interessante Musik machen, wenn man genauso depressive Phasen erlebt hat wie Sunny Boy-Phasen. Ich glaube, man muss einfach versuchen, alles so intensiv wie möglich zu erleben. Und da kann schon auch mal eine depressive Phase dabei sein, glaube ich. Dein Projekt mit der Pferdekutsche, hatte das einen Titel eigentlich? Also Zeitreise mit 4 PS, weil wir tatsächlich einen Vierspänner hatten mit der Kutsche. Und zunächst haben mich mal alle für verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, so ein Projekt, das kannst du überhaupt nicht durchführen. Und ein historisches Instrument, wie willst du es transportieren auf dem Dach? Und keiner gibt dir so ein Instrument. Dann plötzlich war auch der SWR daran interessiert, einen Film zu drehen. Und dann kam noch ein Veranstalter in Polen dazu. Und dann ging das Ganze so eigentlich seinen Weg. Und dann wurde eine unheimlich tolle Reise draus. Also ich glaube, ich habe in den 2 Wochen so viel erlebt, wie man sonst wahrscheinlich im ganzen Jahr nicht erlebt. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Frau während dieser 2 Wochen nicht telefoniert. Ich habe versucht, also kein Telefon, gar keine elektronischen Hilfsmittel zu nehmen. Ich habe normale Briefe geschrieben. Aber das, was so in der klassisch-romantischen Musik uns so anspricht, ist eben diese unausgesprochenen Gefühle, die man hat und irgendwie verarbeiten musste, eben weil man sich nicht sofort sehen konnte. Tolle Projekte, viele Konzerte, ich habe viel erfahren. Dankeschön, Markus Groh. Ja, nichts zu danken, hat Spaß gemacht.